Ja. Ich überlege mir als, wie ich Hallo sage. Und es ist immer irgendwie schwierig. Ja, vielleicht sage ich einfach Hallo. Hallo und willkommen zurück. Ich habe ein paar Wappons fertig, die jetzt dann die Tage rausgehen. Und ich habe einen Wappon dabei, bei dem ich nicht mehr identifizieren kann, wer der Kunde ist. Das liegt zum einen mit Sicherheit überwiegend daran, dass ich mein Büro noch nicht so super auf der Reihe habe. Und ja, deshalb ist das jetzt, kann ich das nicht rausfinden, weil ich habe keine E-Mail-Adresse und ich habe in meinem Postfach geschaut nach der Person, ist aber nicht auffindbar. Ich werde jetzt den Vornamen nennen, aber sonst nichts. Und ich habe mich via ChatGPT mal erkundigt, ob man das darf. Und solange die Person nicht eindeutig identifizierbar ist, darf ich den Vornamen nennen. Also, ja, das Gerät ist von einem Sebastian S. Punkt. Und nicht für den, der genauso heißt, der auch ein Gerät bei mir bestellt hat, das aber anders aussieht. Und das weiß derjenige auch. Ich suche also einen Sebastian S., der also bitte melden, sonst geht dieses Gerät an jemand anderen, der sich dafür interessiert. Es ist diese typische Cobblestone-Optik, die jedoch irgendwie in letzter Zeit gar nicht so typisch rauskommt, wie ich das gewohnt bin, leider. Ja, und ich weiß auch nicht warum. Ach ja, im Übrigen habe ich jetzt mal nochmal mein Mikrofon hier installiert. Es hängt über mir, das mache ich jetzt mal an. Mich interessiert einfach nochmal der Unterschied in der Audioqualität. Also die ersten 3 Minuten noch mit der Kamera, dem Sound der Kamera. Da ist auch hinten wieder das Kühlpack dran. Ich weiß gerade nicht, wo das Mikro ist, aber ich glaube, es ist vorne. Übrigens tausche GoPro Hero 11 Mini gegen normale Action Cam. Bin offen für Angebote. Aber es sollte schon keine GoPro zumindest sein unter der 10er. Wenn es was drüber ist, dann lege ich gerne drauf. Ansonsten mache ich die Tage mal einen Kleinanzeigen-Anzeige daraus. Weil ich habe einfach keine Lust mehr auf die Kamera, aber das ist ja schon bekannt. So, jetzt ist das Teil an, das mache ich jetzt auch mal an. Ja. Und los geht's mit dem guten Sound. Cobblestone. Ich wollte noch was zu Cobblestone sagen. Ich bin das nochmal anders gewöhnt. Ja, ich wurde jetzt schon öfter gefragt nach einer Variante in meiner Galerie, die ich einfach nicht mehr replizieren kann, weil ich weder weiß, welches die ursprüngliche Glasur war, also die darunterliegende, noch wie viele Schichten ich darüber gelegt habe an der Cobblestone. Ja, und dann ist das Ergebnis wahrscheinlich sowieso ein anderes, weil ich weiß nicht, habe ich damals mit Gas gebrannt. Der Effekt in einem Gasbrennofen durch die Luftzirkulation, die da durchgeht, ist einfach nochmal ein anderer wie im Elektrobrennofen. Und ich kann Cobblestone-Ergebnisse nur versuchen zu replizieren, aber sie werden mit Sicherheit nie so rauskommen wie das ursprünglich gewünschte Glasurbild. Das ist schade und ich kann verstehen, dass das ärgerlich ist, aber ändern kann ich es nicht. In Zukunft werde ich für Glasurexperimente vielleicht, gesetzt des Falles, das die Pläne funktionieren soweit, wie sie gedacht sind, erdacht sind, einen Gasofen nochmal bauen aus einem 200 Liter Altölfass oder Dieselfass oder was auch immer ich dann krieg. Einfach um nochmal speziellere Effekte hinzubekommen, was das Glasurbild angeht. Und vor allem die Cobblestone. Ich vermisse sehr dieses Rissbild. Es ist einfach kein Rissbild. Das ist einfach nur gescheckt. Ja, nicht, dass es nicht geil aussieht. Ich find's ja immer noch geil. Aber ich will meine alten Cobblestone-Effekte zurück und ich krieg sie nicht mehr hin. Das ist total ärgerlich. Also entweder die haben was an der Rezeptur geändert
Oder ich mache beim Brennen was verkehrt. Naja, es wird sich noch zeigen, denn ich werde nicht aufgeben, bevor ich nicht wieder geile Cobblestone-Ergebnisse hinbekomme. Dieses Magma Flow mit dem Firecracker und dem schwarzen Cobblestone, das ist komischerweise nach wie vor verlässlich im Aus. Wie soll ich sagen, im Ergebnis. Hm. Also die zwei werden auf jeden Fall noch getuned. Hier habe ich noch so ein Burnished Steel, so ein Myco Element. Die versuchen dann immer so natürliche Werkstoffe nachzuahmen, natürliche Elemente nachzuahmen. In dem Fall ist es Stahl. Ich finde sie geil. Man muss bei der ganzen Zeit aufpassen, weil die läuft tierisch arg. Das hat sie wieder gemacht und ich habe versucht darauf zu achten, indem ich keine drei, sondern zwei Schichten gemacht habe, wodurch sie jetzt auf jeden Fall mal weniger gelaufen ist. Aber der Kopf ist mir halt mal wieder angebacken. Es ist trotzdem noch insofern die Siebnut vorhanden, dass das Sieb hier zumindest gut klemmt. Ich kann hier auch von innen gegendrücken. Ja. Es bleibt an Ort und Stelle. Der Kunde freut sich, kriegt einen kleinen Rabatt für ein optisches Makel. Für einen optischen Makel. Hat aber ein bestens funktionierendes Wappong bei sich zu Hause stehen. Da würde ich auch nicht nein sagen. Ja. Denn man sieht es ja auch nicht, wenn der Kopf drauf ist. Ja, Leute, das ist Handwerk und ich habe immer mal wieder Fehlerchen dabei. Ich bin nicht Mr. Perfect. Das ist auch nicht mein Bestreben. Ich tue es immer nur so gut ich kann und das Ergebnis ist dann halt das Ergebnis. Und der Lerneffekt ist immer einer, der da ist. Und dann gibt es hier noch ein wunderschönes Wappong in Pistachio. Und ein Wappong in Alligator. Wieder leicht matt zwischen den hellen, glänzenden Flecken. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das so gehört oder ob das wieder teilweise war, weil der Ofen zu voll war. Apropos Ofen. Ja, ich möchte es nur kurz anreißen, weil es ist ein ziemlich leidiges Thema und sehr frustrierend und bringt mich auch an die Grenzen meiner emotionalen Toleranz so langsam. Ja, ohne dass ich in Gewaltfantasien abschweife und mir keinen Gefallen damit tue. Der Ofen geht jetzt am 11.11. anscheinend zurück. Ich habe schon einen Lieferschein geschickt bekommen diesbezüglich. Es sollte also nicht mehr viel im Weg stehen. Ja, ich muss dann das Beratungsgespräch beim Anwalt zahlen. Ich muss die Verpackungskosten zahlen, die es mich kosten und die Zeit investieren. Das mit dem Elektriker hat nichts gebracht. Den muss ich auch zahlen. Ja, ich schicke jetzt einen Ofen zurück, von dem ich nicht weiß, ist es mein Versäumnis oder ist es der, also mit meinem meine ich, hat der Elektriker abgepfuscht oder hat der Ofenbauer gepfuscht? Ich weiß es immer noch nicht. Es ist im Grunde nicht meine Aufgabe. Da ich aber Gewerbetreibender bin, habe ich tatsächlich die Beweispflicht zu belegen, dass dieser Schaden nicht von mir kommt, sondern dass der Ofen einen Schaden hat. Ja. Das heißt, ich müsste auf eigenen Kosten einen Elektriker beauftragen, der sich die Leitung anguckt und mir das dann wie auch immer belegt, dass das mit der Leitung zu tun hat, nicht mit der Leitung zu tun hat, sondern mit dem Ofen. Das ist also meine Aufgabe, das zu tun und das ist auch ziemlich frustrierend, dass das meine Aufgabe ist. Aber hey, so sind die Gesetze nun mal, ich kann an den Gesetzen nichts ändern, es ist wie es ist und ich versuche es zu akzeptieren. Es fällt mir schwer, vor allem fällt es mir schwer bei jemand so unkooperativen wie dem Typ da. Das ist ein bisschen doof. Ja, aber es ist wie es ist. Er ist verpackt. Und er wartet sehnsüchtig darauf, zu dem schwarzen Peter zurückzugehen, der das Ding gebaut hat. Der einsame. Ja, kleinen Moment. Der da einsam in seinem Büro sitzt und alles selbst macht, was er schon hätte teilweise outsourcen können, damit der Laden besser läuft. Freunde, ich könnte mich jetzt noch eine halbe Stunde ergehen über den Typ und darüber, wie unprofessionell und
unzuverlässig und miserabel, der sein Geschäft führt, obwohl ich eigentlich keinerlei Einblick habe, sondern mir nur so meine Gedanken mache. Und das ist immer das mit eines der schwierigsten Sachen, Dinge zu akzeptieren, die man nicht durchblicken kann oder einfach stehen zu lassen, weil man sich keinen Gefallen damit tut, wenn man anfängt, sich in etwas reinzuversetzen, in das man sich nicht reinversetzen kann, weil man nicht dort ist, weil man nicht Einblick hat und so weiter. Ja. Mein Verstand, der will dann immer echt auf Teufel komm raus, sich das zusammenbasteln und sich rational erklären, warum etwas nicht läuft, um es zu verstehen. Und am Ende bin ich nicht schlauer und habe einen Haufen Energie umgewälzt. Für nix. Und deswegen. Schluss. Gib das Ding zurück, es wird am 11. abgeholt, ich krieg mein Geld wieder und der Rest, ey, ob ich ihn dann einen schwarzen Peter in ein Bild gerahmt schick, der Mann heißt Peter, ja, überlege ich mir noch. Irgendeine Art Genugtuung muss es geben, ja. Und wenn ich nur anrufe und sage, du bist echt eine blöde Scheiß Drecksau. Tschüss. In der Hoffnung, dass er das Telefonat nicht aufnimmt und mich danach wegen Beleidigung anzeigt. Ja, ich bin nämlich eigentlich ein ziemlich impulsiver Typ, ja, der es in den letzten Jahren geschafft hat, diese Impulsivität ganz gut zu kontrollieren, aber es gibt immer Grenzen. Und meine Grenze wird gerade immer wieder gekratzt und gezwickt und gekitzelt, um mich vor die Prüfung zu stellen und an meiner Resilienz zu arbeiten, an meiner Beherrschung zu arbeiten und an meinen Strategien zu arbeiten, wie ich solche Situationen gut verwurschtelt bekomme, dass ich mir selbst gut tue, bei mir bleibe und gut zu mir bin. Und das erfordert ganz schön viel von mir, denn es liegt mir einfach nicht so, bei mir zu bleiben. Ich mache es jetzt erst so langsam zu eins meiner Eigenschaften, dass auch ich in der Lage bin, ruhig zu bleiben, zu helfen, gelassen zu sein und zu lächeln. Anstatt wütend zu werden, mich zu ärgern, an die Decke zu gehen, mir weh zu tun und damit womöglich noch irgendwelchen anderen Personen, die da in meinem Umfeld gerade vorhanden sind. Und ich dazu in diesem und immer mal Situationen auf den Punkt bringen und mich wieder vor die Prüfung stellen, und auch dieses Mal ist es eine harte Prüfung, ja. Ich habe so eine ähnliche Prüfung gerade auf der Arbeit auch wieder. Ich bin da keinen Monat. Aber Freunde, ich muss ja nicht alles breitreden. Ich schaffe das und ich werde eine Lösung finden, auch egal für welche Situation. Und ich lasse mich nicht unterkriegen. Und dann zeige ich euch jetzt mal noch meine Kapsel, die ich für den G-Punkt gebaut habe. Hat G-Punkt gesagt. Eine Cappuccino Mint Bong. Eine ganz schlichte Vase mit 18er Aufnahme für ein 18er Glas Chillung mit 18er Glaskopf. Und das kann ich dann einfach hier reinstecken. Im besten Fall liegt es ein bisschen tiefer da drin, aber es ist jetzt auch nicht so schlimm. Ja, ich muss das mit meinem Holz noch ein bisschen austüfteln, dass der Schliff etwas weiter reingeht. Ja. Ansonsten ist mir die Bon super gelungen, denn das Chillum geht fast bis exakt über dem Boden. Hat somit die größtmögliche Tiefe, die es in der Vase drin steckt. Was für eine bestmögliche Wasserfilterung sorgt, denn diese Bon soll ja nicht nur gut aussehen, sie soll auch gut funktionieren. Ohne dass man dabei Wasser schluckt. Ja, im besten Fall ohne dass der Daumen nass wird, aber es lässt sich wohl, je nachdem wie fest man daran zieht, nicht vermeiden. Aber es kommt auch schon bei starkem Ziehen eigentlich fast nichts an den Mund. Also wenn man mit dem Kopf drauf zieht, sowieso nicht, weil der Durchzug einfach geringer ist. Und ich fand ihn erst ein bisschen klein, aber er ist gerade gut genug. Lässt genug Luft durch.
Wenn der Liebe gehen möchte, kann er ja hier da was rausbrechen von. Dann ist da mehr Luft zum Durchzug. Und ansonsten ist es halt eine Bong. Ne? Eine Bong ist halt eine Bong. Das ist eine Vase, ein Chillo und ein Kopf. Die ganze Sache sollte natürlich im Zusammenspiel so sein, dass das Teil gut funktioniert. Und da habe ich mir auch die größte Mühe gegeben. Ich hoffe, es kommt gut an. Und dann werde ich mich nämlich jetzt mal wieder weiter meiner Arbeit widmen. Ich habe noch einen Haufen Pfeifen zu glasieren und ein paar Marikas. Ich habe in meinem Shop einfach nichts mehr. Ich kann euch nichts anbieten. Ich kann einfach nach wie vor gerade nur meine Aufträge abarbeiten. Und damit habe ich echt ganz schön viel zu tun. Es nimmt viel Raum ein, aber das ist gewollt und das finde ich gut. Manchmal wünsche ich mir doch wieder ein bisschen auf Lager zu arbeiten und Geräte individuell so zu gestalten, wie es mir gerade dünkt und wie ich Bock habe. Aber mir ist auch bewusst, dass das einfach der Fall ist. Ne? Wenn der Andrang groß ist, dann richte ich mich nach dem, was der Kunde mir an Aufträgen gibt. Und wenn der Andrang klein ist, dann kann ich auch mal wieder selbstgestalterisch werden. Und solange die Dinge so sind, wie sie sind, nehme ich sie und mache das Beste draus. Ne? Ich versuch's zumindest. Okay, gut, das war's. Mehr gibt's, glaube ich, jetzt gerade mal nicht zu sagen. Genau. Also Sondermodelle, das geht auch noch ein bisschen. Ich bin diese Woche schwer damit beschäftigt, diese Sachen hier zu tunen, Köpfe einzupassen, Spiralen einzubauen, zu verpacken, vorher nach Dichtigkeit zu checken und nach Funktion und dann den jeweiligen Kunden zu schicken. Und bitte nochmal, Sebastian S., melde dich bei mir. Und dann habe ich da noch zwei Bongs und ein Vape, die ich zusammen mit noch schon gebrannten Bechern, ne, ich habe so auch Becher, schöne schnuppige Kaffeebecher, nächstes Mal mache ich noch ein paar größere. Einer meiner Kunden hat einen passenden Becher zu seinem Wapong gekriegt, ich weiß nicht, ob ich den mal gezeigt habe, der war in diesem Firecracker Magma Flow Cobblestone Optik. Und in den nächsten Brand kommen dann auch die Pfeifen rein, aber die muss ich alle noch glasieren und so. Und ich habe mal auf eine Arbeit. Und um die kümmere ich mich jetzt. Ah, in diesem Sinne läuft hier eigentlich. Nee, das ist wieder pausiert, ne? Ja, gut. Dann gab es wenigstens zwischendrin mal gutes Audio. Ich habe vergessen, dieses Mikrofon anzuschalten, ne? Es ist, wie es ist. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Video. Ciao.